voice of an angel.
Scotland, den Highlands, kam meine Großmutter, seine Puffer und sind ausgewandert nach Nova Scotia, das ist Upper Canada. Aus der Ecke, wo sie herkam, kommt ein Komponist, der weltbekannt ist, Robert Burns. Und dieses Lied hat er komponiert, das Sie alle kennen, Loch Lomond. My young Bonnie birds, my young Bonnie birds, in sunshine's bright hall of moon, in Manitoba, we'll never meet again on the Bonnie. Thank you.
der Pianist Andreas Reckenbach. Dankeschön. Und erstmal einen ganz herzlichen Staub machen können. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, steht unser heutiges Konzert ganz im Zeichen des gemeinsamen Singens. Wir singen Stolberg, Thalheim, Solisten oder Chor, das Publikum und die Chöre, Alt und Sopran, aber natürlich auch Alt und Jung. Und genau unter diesem Motto fand in Vorbereitung des Konzerts ein Projekt statt. Alt und Jung singen gemeinsam zusammen. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen und hören Sie heute Abend. Denn es haben sich doch einige dazu entschieden, in den Chor einzutreten, ja, und heute ihnen mit ihrer Sangesfreude etwas Freude zu machen. Und das machen wir jetzt gleich alle gemeinsam hier auf der Bühne, nochmal aus 140 Kehlen, werden gleich drei schöne Weisen erklingen, die Sie alle kennen. Es wäre da von Cat Stevens, Morning Has Broken, oder auf Deutsch, Schön ist der Morgen, und die beiden amerikanischen Weisen, Glory Hallelujah und Oh Happy Day. Und da geht's genau darum. Morning.
Wir haben noch einen in der Zauberkiste. Ein schönes Abschiedslied. Aber vorher möchte ich mir natürlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, Ihnen für Ihr Interesse zu danken. Für dieses zahlreiche Interesse. Der Bürgergarten ist ja viel zu klein. Ich hoffe, dass er auch in Zukunft so gut angenommen wird, dass wieder viel Chormusik, generell Musik, in Stolberg stattfindet und dass wir Sie wieder hier als Gäste begrüßen dürfen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie gesund und der Musik gewogen. Aber jetzt nochmal alle zusammen, Auld Lang Syne.